Hallo und herzlich willkommen YouTube zurück bei einer weiteren Aufnahme bzw. einem weiteren Video auf meinem Kanal Eximius LP. Wir befinden uns hier wieder bei Tomb Raider, wo denn auch sonst, und wollen das Thema ein bisschen weiter zocken. Beziehungsweise ich muss weiter zocken, habe aber auch richtig Bock drauf. Und oh, jetzt habe ich eine Nachricht bei Facebook bekommen von Pia. Hallo Pia. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Entschuldigung, ich bin gerade mitten in einer Aufnahme. So. So würde ich sagen. Da spielt der Justus. Nicht der Justus, der Jan-Lukas spielt jetzt Call of Duty. Ach genau. Das ging so ja viel schneller, habe ich ganz vergessen. Alter, das geht echt schnell. Meine Güte hier, ne? Ja, okay, doch, ich muss da hoch. Und fahr! So, was jetzt? Was denn jetzt? Okay, warte mal, hier habe ich gerade mal eben sowas. Habe ich? Ja, ich habe einen Fähigkeitspunkt, sehr schön. Was mache ich denn jetzt? Ich bin ja dafür, dass ich mich weiterhin hier drauf konzentriere. Und obwohl, ich habe nichts mehr, Mensch. Na Moment, da will ich doch schon noch rein. Zwei weitere Fähigkeiten, um den Rang Spezialist zu bekommen. Okay, dann machen wir jetzt einfach mal... keine Ahnung, das da. Ja, damit. Oh, und jetzt spielt jemand Ghosts. Sehr schön. So, zurück. Zurück und ein bisschen Ausrüstungspunkte einsetzen. Ich bin dafür, dass wir das erstmal upgraden. Ein geschlitzter Laufmantel. Brandmunition. Oh. Okay, weitere Stabilisierung beim Feuer nehme ich. Brandmunition hört sich natürlich geil an, aber ich nehme mich erstmal nicht. Nehme ich dann als nächstes, eindeutig. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ach so. Okay. Ja gut, das war ja recht einfach. So, was passiert hier jetzt? Oh! Tagebuch. Feldbericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht. Okay, wie gesagt, ich mache Pause, wenn ihr euch das durchlesen wollt. Pausiert das Video und lest es euch durch. Das ist mir ganz ehrlich gesagt ein bisschen zu leise. Ich habe es mal eben ein bisschen lauter gemacht. So, wo muss ich lang? Da lang, ja, okay. Wieder aufstemmen. Zack. Oh, Feinde dürften hier jetzt eigentlich nicht mehr sein. Die hatten wir soweit eigentlich alle besiegt. Sieht auch nicht danach aus, als wenn jetzt hier welche wären. Munition nehme ich natürlich weiterhin immer mit. Und jetzt geht's hier unter durch. Oder hier zwischendurch. Okay, doch hier unter durch. Gut. Okay, jetzt müssen wir hier raus. Ach, das kann ich jetzt hier aufmachen, wa? Mit unserem Seilhebelzug hier. Genau damit. Alter, ist das Ding stark. Junge. So, jetzt darüber. Ah, okay. Okay. So. Und rüberfahren. Muss ich hier überhaupt runter? Hä? Wo muss ich hin? What the fuck?
Scheiße, wo muss ich hin? Oh, Schrotflintenteile gefunden, sehr schön. Hätte ich da hochgemusst? Glaube ich schon fast, wa? Nochmal das Ganze. Okay, nee, da habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf. Shit, ey, wetten, ich hätte da hochgemusst. Kacke. Mann. Fuck. 100 Pro, ich hätte da hochgemusst. 100 zementig. 100 zementig. Aber egal. Machen wir das Ganze normal und klettern hier lang, meine lieben Freunde. Es macht uns ja so viel Spaß, diese Zeit zu vertrödeln, vor allem mit meinem dummen Gelaber nebenbei. Ja. Genau, so sieht's aus. Juhu. Probieren wir es aus. So, jetzt gucken. Wie jetzt? Hätten wir jetzt doch nicht hier lang gemusst? Na toll. Ich bin so ein Held, Alter. Ich bin einfach hier lang gemusst. Oder was? Ich weiß nicht, weil hier ist ja jetzt kein Dingens mehr. Keine Überlebensinstinkte. Wo die hin sind, weiß ich auch nicht. Oh mein Gott, meine Überlebensinstinkte sind weg. Aber warum? Meine Überlebensinstinkte haben sich verabschiedet. Ich habe keine Überlebensinstinkte mehr. Da sind sie wieder. Ich höre meine Überlebensinstinkte zurück. Okay, wo wir jetzt hin müssen, weiß ich trotzdem nicht. Die Nein! Die Aussicht ist natürlich weiterhin hammergeil. Das muss ja man ja einfach mal so sagen, wenn man sich das hier mal so anguckt. Da ist die Aussicht ja doch schon der Hammer, du. So. Nehme ich mit hier hoch. Swoot. Warum bin ich jetzt die ganze Zeit gesprungen, Alter? Yes. Und? Nein. Ich muss ihm einen Headshot ziehen. Ich treffe nicht. Ja. Ich weiß, das war, glaube ich, kein Headshot, aber egal. Ah, hier liegt er. Da liegt er. So, haben wir genug? Nein, haben wir nicht. Wir benötigen 400. Oder kann ich irgendwie was bei meinem Bogen upgraden? Weil mit meinem Bogen arbeite ich momentan sehr häufig. Bogen! Na? Na, was ist das denn? Aufgeladene Feuerpfeile setzen beim Aufschlag ein großes... Die den Schaden erhöht. Nehme ich das? Und wenn ich es habe, dann nehme ich es gleich mit. Dann habe ich da auch nichts dagegen. Also ist ja nicht. So, jetzt nicht gegen den Lagerplatz laufen, sondern bitte hier einmal rüberjumpen. Und nicht runterfallen, aber okay. So, wo ist der letzte hin? Wo hat der sich versteckt oder ist er runtergefallen? Ich glaube, der ist runtergefallen. Weichei. Oh mein Gott. Das sieht so geil aus. Mal ganz ehrlich. Haha, scheiße. Das wusste ich einfach, das wollte ich unbedingt mal machen. Lol, normal. Los geht's, das Ganze nochmal, dieses epische Gedings. Swoot, yeah. Swoot, hier voll fresh, ein langes Sausen. Ist am besten ganz nach unten. Und loslassen. Komm her, da sind unsere Kumpels, glaube ich, oder? Ja. Hallo. Lara. Wir hörten
die Explosion und dachten... Alex. Er war noch auf dem Schiff. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Reyes! Dann komm mir besser nicht zu nahe. Wir essen jetzt, ja? Die blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Nice. Der Tipp gefällt mir. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut in See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Mathias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Oh, bitte nicht. Ich will nicht, dass der Dicke da jetzt stirbt. Ich mag den Dicken voll. Ich weiß nicht, wie sein Name ist, aber ich finde ihn voll geil. Der ist mir voll sympathisch. Das habe ich, glaube ich, schon das 5000. Mal gesagt. Aber egal! Auf mit dieser Tür! Und boom! Hier geht doch die Knallte jetzt voll raus. So, was los hier? Was geht? Hä? Halt, Schalter umlegen! Ah! Aufstimmen, jetzt knallt das Ding runter, wetten? Was ein Wunder. Dass gerade da oben so eine Griffe sind, das ist ja da. Mann, ist ja alles voll Zufall hier, ey. Oh. So, weiter geht's. Links lang. Geh mal links, Mädel. Ach, hier ist dieser... Hä? Ach so. Oh. Läuft bei mir. Nein. So. So. Und hoch. So, und jetzt hier nochmal lang. Achso, wir müssen generell ganz entlang, okay. Und hoch. Sehr schön. So, die Forschungsbasis. Wo ist die denn? Ich hoffe nicht mehr so ultra weit weg. Nee, du, einen Moment. Ich wette, ich muss mir da rechts lang klettern. Ach, kann ich gar nicht mehr. Toll. Na, wunderbar. Entlang ziehen. Und jetzt hier, zack. Und weiter klettern und weiter klettern und ein höher klettern und weiter klettern und zwut und zack und weiter klettern und weiter klettern und höher und zwut und zack und zwut und zack. Yeah. Nice. So, da hoch. Und jetzt da hoch. Oh mein Gott. Ne, so wird das nix. Aber ich muss sagen, ich bin ziemlich erstaunt von mir selbst, weil bei solchen Spielen brauche ich meistens 5 Stunden, bis ich so ein scheiß Rätsel aufdecke. Und hier weiß ich das irgendwie direkt von Anfang an, also nicht direkt von Anfang an, aber hier kommt Finn nämlich irgendwie voll gut zurecht. Alter, also das ist für mich ein komplettes Blindes Play. Ich habe davon noch kein, weder Let's Play noch irgendwie ein Gameplay gesehen. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Oh Mann, es ist bald Weihnachten.
Wie komme ich jetzt auf Weihnachten, Mann? So, muss ich da irgendwas machen, betten? Ja. Alter, kann diese kleine Dinge sind die ganze, das ganze Ding anziehen? Als ob, Junge. Was geht damit denn?